Zwischen 2016 und 2019 hat sich der Umsatz im Bereich Cloud Computing verdoppelt auf ca. 243 Milliarden Euro, Tendenz deutlich steigend. Diese Cloud Computing Lösung oder insgesamt Informations- und Kommunikationstechnologie haben Hoffnungen geweckt, dass dadurch Energieeinsparungen weltweit möglich sind. Und mit diesen Hoffnungen haben sich Forscher auseinandergesetzt im Jahr 2020 und haben festgestellt, dass es eine Tendenz eher doch zum steigenden Energieverbrauch gibt und dass diese Energieeinsparungen aktuell nicht möglich sind. Das basiert auf vier Effekten. Der erste ist, dass die Informations- und Kommunikationsbranche einfach schnell wächst, immer mehr produziert und mehr Energie verbraucht und auch die Entwicklung in dieser Branche alle anderthalb Jahre ungefähr halbiert sich der Stromverbrauch der Geräte, nicht reichen, um das zu kompensieren. Die Energieeinsparungen werden auch teilweise davon wieder aufgefressen, dass es Rebound-Effekte gibt. Das heißt also, durch die Einsparungen wieder mehr Geräte auf den Markt kommen, weil das Gefühl da ist, naja, ich brauche ja weniger Strom, dann kann ich ja mehr Geräte benutzen, brauche am Ende immer noch weniger, weil ich fresse eben einen kleinen Teil meiner Einsparungen auf. Ein weiterer wichtiger Effekt ist, dass Wirtschaftswachstum teilweise mit Digitalisierung korreliert. Also es gibt Hinweise darauf, dass Volkswirtschaften stärker werden, je digitaler oder desto digitalisierter sie eben sind. Und mit Wirtschaftswachstum und Wohlstand eben dann auch wieder ein Mehrenergieverbrauch in Verbindung gebracht wird. Das ist nicht voll voneinander entkoppelt. Der vierte Effekt, der das Ganze noch wieder so ein bisschen in eine sinkende Richtung bringt, aber das eben am Ende nicht ausgleichen kann komplett, ist die sektorale Verschiebung. Das bedeutet, dass eben eine Volkswirtschaft weg von Agrarproduktion und Industrie mehr zu einer Service- und Dienstleistungsgesellschaft im digitalen Bereich geht, die dann deutlich weniger energieintensiv ist, aber am Ende der gesamtglobale Trend regional etwas unterschiedlich eher Richtung mehr Energieverbrauch geht. Die Energiewende bedeutet nicht nur, dass wir von konventionellen Stromproduktionstechniken hin zu erneuerbaren, zum Beispiel Windkraft oder Solarenergie, wandeln, sondern auch, dass sich ein sehr zentrales Stromproduktionssystem, zum Beispiel am Atomkraftwerk oder am Kohlekraftwerk, mit dann anschließender Verteilung zum Verbraucher wandelt zu einem mehr dezentralen Produktionssystem. Das heißt, dass jetzt auch der Verbraucher mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach selber Strom produziert, was die Steuerung des Netzes einfach komplizierter macht, weil es viele unterschiedliche kleinere Einheiten gibt, die zusammen orchestriert werden müssen und es zu verhindern gilt, dass an einer Stelle zu viel Stromproduktion im Netz ist, also das Netz überlastet wird und an einer anderen Stelle dann zu wenig Strom vorhanden ist, sodass dann im Zweifelsfall einige PV-Anlagen ausgeschaltet werden müssen und an einer anderen Stelle konventionelle Kraftwerke wieder angefahren werden müssen. Um diese Orchestrierung besser hinzukriegen, wird Digitalisierung sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel dabei Wärmepumpen in Zukunft dann auszuschalten, ferngesteuert, wenn gerade sehr viel Strombedarf im Netz ist und nicht genug erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Dafür müssen dann Pufferspeicher zwischengeschaltet werden, damit die Häuser nicht plötzlich kalt werden. Und eine andere Option ist, Energie zu speichern, also sprich Batteriespeicher in Häusern besser einzubinden und diese dann zu laden, wenn zu viel Strom im Netz ist und zu wenig Bedarf, um diesen abzunehmen und Überlasten im Netz entgegenzuwirken. Nach Expertenmeinung kann besonders im Gebäudeenergiebereich eine Einsparung erzielt werden zwischen 30% und 40%, besonders im Bereich Heizung und große Verbrauchselektronik. Es gibt allerdings auch die andere Seite der Medaille, nämlich zum Beispiel Komfortgeräte. Es gibt unter anderem per App steuerbare LED-Lampen, die, während sie nicht leuchten, einen Standby-Stromverbrauch von ungefähr 0,5 Watt haben, was sich am Jahresende bei einem Jahr nur Standby-Betrieb auf ca. 4,4 Kilowattstunden summiert. Dazu kommt dann auch noch, dass diese Geräte eine Steuerungseinheit brauchen, die nochmal ungefähr 10,5 Kilowattstunden pro Jahr im Standby-Betrieb verbraucht. Und man sich hier die Frage stellen muss, ist Digitalisierung tatsächlich da, um Energieeinsparung zu leisten oder ist es eher mit einem gegenteiligen Effekt als Komfortgerät da und braucht am Ende mehr Energie als eine konventionelle Lampe zum Beispiel, die am Tag 1,3 Stunden länger brennen könnte, ohne dass sie per App steuerbar ist und somit eigentlich deutlich weniger Energie übers Jahr braucht als diese Komfortlösung.